Wir beginnen mit dem Stefan Keller zu einem Thema, was wir in OSM schon seit vielen Jahren haben, die Idee der Gamification. Und Cord ist auch vielen von euch ein Begriff. Da werden wir jetzt ein paar neue Dinge erfahren. Bitte. Vielen Dank, Christoph, für die Einführung. Mein Name ist schon bekannt, speziell im Zusammenhang mit diesem Game, nehme ich an. Das gibt es schon seit 2013. Das war in Birmingham, wo ich das erste Mal vorgestellt habe. Und nun fragen sich wohl einige, wie könnte es weitergehen? Gamification, da komme ich gleich drauf zurück. Das Game, das Court Game, da ging es darum, fehlende Daten zu ergänzen. Etwa 6 so Missionstypen zum Beispiel fehlt hier beim Restaurant nicht die Art des Restaurants. Und es gibt dann sogenannte Coins, die natürlich auch in K geschrieben sind, wie Kort, das ist Dänisch für Karte, für die, die es noch nicht wissen. Und wenn man dann entsprechend da die Antworten gegeben hat, gibt es solche Punkte. Stand aktuell ist, dass die Webseite noch gibt und das App dazu eben nicht mehr, weil etwas passiert ist, was passieren kann. HTML hat sich weiterentwickelt und dann noch etwas dazu. Aber noch einmal hier, eben unter court.ch und dann playcourt.ch gab es diese Webapplikation und die Idee war, mit Hilfe von Spielelementen Nicht-Mappern die Möglichkeit bieten, ohne sich um Tags zu kümmern oder um andere Fragen, dass man etwas beitragen kann, während man an eine Bushaltestelle wartet zum Beispiel oder sonst Langeweile hat. Und der Stand ist eben so, bevor jetzt eben Ende Jahr das Web-App nicht mehr funktioniert hat, dass wir OpenStreetMap-Logins zugelassen haben, Google-Logins, Facebook-Logins sogar noch. Davon waren über 2000 aktiv. Es gibt sehr viele erledigte Aufträge und noch mehr, aber noch nicht geprüfte Überprüfungen, was uns sagt, dass es den Mappern oder nicht Mappern, den Court-Benutzern eben mehr Spaß gemacht hat, einfach Antworten zu geben im Gegensatz zu Überprüfungen. Das war schon mal eine Beobachtung. Und es wurde aber übersetzt in x Sprachen mit Hilfe von Transifex. Und wie gesagt, es ist ein App, das im Browser gestartet wurde, auf den Handys typischerweise. Und dann ist eben 2015 passiert, dass sich HTML5 verändert hat. Da hat zuerst Safari das GUI so anders dargestellt, dass man irgendwie nicht mehr dran kam beim GUI. Und dann im Februar von diesem Jahr hat Google wohl zu Recht entschieden, die Location API ist nur noch mit HTTPS verfügbar, worauf dann gar nichts mehr an Koordinaten übergeben wurde. Und das Court Game lebt davon, dass man nur Aufträge im Umkreis von 5 Kilometern lösen konnte, um zu fördern, dass die Leute nicht Couch mappen, sondern eben, dass sie wirklich da sind, in der Annahme, dass sie dann auch mehr Ortskenntnisse haben. Das App hat also nicht mehr funktioniert, worauf wir uns etwas überlegen mussten. Noch einmal jetzt ein kleiner Exkurs, Gamification, das sind Game-Design-Elemente und Techniken in Nicht-Game-Umgebungen und Kontexte. Ein Versuch ist Spielifizierung oder ernste Spiele. Und es stimmt wirklich, Spielen kann was Ernstes sein, was Ernsthaftes. Und das meine ich auch ganz ernst, wenn man Kinder beobachtet beim Spielen, je nachdem, ist es nicht immer mit lautem Schreien oder irgendwas verbunden, sondern es kann etwas Ernsthafter sein. Und daher ist es auch wirklich als ernsthafter Beitrag gedacht, dieses Court Game, um neue Benutzer zu erhalten, aktive OpenStreetMap-Nutzer letztlich. Nachdem klar wurde, dass das mobile App eben Web-App nicht mehr funktioniert, habe ich mir was überlegt, nämlich
Wie könnte man das Konzept anpassen? Die Vorgabe war aber, dass wir das Backend identisch unverändert lassen wollten. Es ist ja nur das Frontend kaputt gegangen. Und beim Frontend wollte ich was Neues ausprobieren. Das ist so ein neues Framework. Das nennt sich React Native. Aber auf jeden Fall vom Konzept her ging es darum, nur noch Missionen oder Aufträge lösen zu müssen, keine Überprüfungen mehr. Das hat trotzdem keine Änderung beim Backend zur Folge, weil wir dann einfach, wenn drei Antworten identisch sind, haben wir gesagt, dann gilt das eher wie eine Überprüfung, 3 bis 5 einstellbar. Und die Auftragsarten sind also unverändert, also immer noch dieses kleine Set von Missionstypen, fehlender Name eines Restaurants, eines Schulhauses, die Art des Restaurants, Höchstgeschwindigkeit, die fehlt entlang einer Straße, der Straßenbelag, ob geteert oder nicht, fehlt. Das war alles unverändert, denn eben das Backend bleibt ja gleich. Die Lösung war eben mit Hilfe von einem Framework, das neuartig ist und nicht DOM HTML basiert ist, sondern zwar JavaScript, aber dann Native Code erzeugt und dann raffinierterweise dort, wo es nicht reicht mit dem JavaScript, wo dann Android oder iOS spezifischer Code dazukommt, kann man den beimischen. Das Framework ist also eine Programmierumgebung inklusive Tools, die diese Native Apps generieren. Das hat aber erst gestartet. Der Release erhoffte ich mir auf heute. Das hat dann aber nicht ganz geklappt, weil React Native unter anderem noch sehr jung ist, für Android zum Beispiel. Wurde zuerst für iOS entwickelt von Facebook. Und daher, sage ich mal, viertes Quartal im Rahmen einer jetzt angedachten Masterarbeit wird das fertig sein und dann auch noch geschmeidiger arbeiten. Und ich kündige das wie immer auf meinem Twitter-Account an, der hier angegeben ist. Die Frage ist aber, und auch jetzt an alle, die Frage ist, wie ihr wisst, die Ziele von Gamification sind entweder oder diese drei allgemeinen Ziele, Steigerung der Nutzungsmotivation, der Projekttreue oder des Bewusstseins. Die Idee von Cort war Steigerung der Anzahl der aktiven Mapper durch Einbezug von Geocacher zum Beispiel, die jetzt nicht lange eben in Tags-Diskussionen verwickelt sein wollen. Was aber wirklich passiert ist, aufgrund unserer Analyse und Gesprächen, dass wir es nicht geschafft haben oder effektiv waren die Benutzer bisherige Mapper. Also ist die Frage, und das ist eine offene Frage, hier zum Abschluss meines Lightning Talks, ist es wirklich noch das ein gutes Ziel, quasi jetzt eben neue Nutzermärkte zu erschließen, oder geht es einfach nur um Spaß für uns Mapper hier, die hier sitzen, die ja schon eine Ahnung haben? Daher zum Abschluss eben diese offene Frage, auf was soll das eigentlich ausgerichtet sein? Und das hat dann unter anderem Einfluss auf neue Auftragstypen oder auf die Gestaltung und Weiterentwicklung dieses dann zumal Native Apps auf Android und auf iPhones. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Stefan Keller, für den kurzen Vortrag. Wir können jetzt keine umfassende Diskussion hier dazu beginnen, weil wir ja Lightning Talks haben. Aber wenn eine oder andere Frage kurz da ist, können wir die kurz einschieben. Ja, da hinten. Ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Also ich wollte eigentlich mehr eine Anmerkung machen, dass ich glaube, das Wichtigste bei der Spielidee wäre, dass klargestellt wird, dass die Daten danach auch in OpenStreetMap übernommen werden. Und es war meiner Ansicht nach bei der ersten Version von Cort nicht ganz klar, weswegen dann auch viele Leute sich davon abschrecken haben lassen. Das Cort Game ist das erste, wo ein Bot die Daten hochlädt, nachdem sie eben 3 bis 5 Mal validiert worden sind. Das ist in der Statistik da ersichtlich. Und das wurde angekündigt, diskutiert und für okay befunden, dass in diesem Falle dann eben der Cort-User die Daten tatsächlich auf OpenStreetMap hochlädt.
Das war die Prämisse, etwas zu tun, dass ohne die Leute es merken oder wissen müssen wir tatsächlich. Es wird in OpenStreetMap eingespielt und das sei nochmal gesagt. Ja, die offene Frage ist heute um 11.30 Uhr hier im Saal schon beantwortet worden. Da ist ein neues Spiel vorgestellt worden und das hat tatsächlich OpenStreetMap schon viele User beigebracht. Das war der Leitstellensimulator um 11.30 Uhr. Sollte man sich dann vielleicht am Video nochmal anschauen. Ja, danke. Danke. Ja, gute Idee. Also nochmal das Video von dem Talk von heute früh. Wir kommen jetzt zum zweiten Lightning Talk, der spontan angemeldet wurde. Deswegen kann ich ihn auch gar nicht groß einführen. Bitteschön. Mikro. Wie wird das? Das ist die Hosentasche. Das Namensschild bitte weglegen. Handy bitte ausschalten, wenn ich das vorne soll die Brust. Ja. Hallo, hallo, 1, 2, 3. Hallo, 1, 2, 3. Keine Ahnung. Eingeschaltet ist es, ja. Hallo, hallo, 1, 2, 3. Bisschen höher. Hallo, hallo, 1, 2, 3, kann man mich hören? Ja, gut. So, wo ist die Präsentation? Das ist aber noch nicht meine. Wo ist denn meine Präsentation? Vielleicht den Zugang einfach da rausgehen. Schließen wahrscheinlich. War die schon irgendwie offen oder sowas? Keine Ahnung. Ist ja. Wo ist F5? Ja. Okay, also. Mein Name ist Michael Auer von der Abteilung Geoinformatik der Universität Heidelberg. Bei Herrn wir haben ein Problem mit dem Freitag. Mit was? Nochmal von vorne? Okay, also nochmal. Ich bin immer noch Michael Auer. Ich komme von der Abteilung Geoinformatik der Universität Heidelberg bei Professor Zipf. Und ja, warum bin ich heute hier? Im Prinzip könnte man sagen, ein Menschheitstraum ist in Erfüllung gegangen, und zwar die Zeitreise. Nicht, weil ich sie erfunden habe, sondern weil ihr alle und auch alle anderen OSM-Mapper da draußen Daten gesammelt habt über die Geschichte der ganzen Welt, verpackt in Geodaten. Und diese Tausenden von kleinen Geschichten aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Zeiten, die kann man in dem OpenStreetMap-Datensatz finden. Und dass man sie wirklich auch sehen und finden kann, habe ich diese kleine, aber feine Anwendung hier mal erstellt unter dem Namen histosm.org. Alles, was historic ist. Also man sieht es schon, alles, was den Tag historic hat, wird hier auf dieser Karte dargestellt. Was bekommt man? Man bekommt zum einen eine Top 30 Statistik von allen Objekten, die in dem aktuellen Kartenausschnitt zu sehen sind. Das ist sehr hilfreich, um regionale Besonderheiten aufzudecken. Also wenn man in bestimmte Gebiete zoomt, zum Beispiel nach Neuseeland, dann entdeckt man plötzlich ganz oben, der dickste Balken ist nicht mehr Memorial Wayside Cross oder sowas, sondern, was mir völlig unbekannt war, dass es das überhaupt gibt, zwei Buchstaben, das Wort Pa. Keine Ahnung, was es ist, kann man mal reinzoomen, anklicken und mehr darüber herausfinden. Wenn man nach Irland zoomt, findet man plötzlich Earthworks. Was ist Earthworks? Man kann reinzoomen und entdeckt kreisrunde Erdwälle von frühzeitlichen Siedlungen etc. Alles im OpenStreetMap-Datensatz, was man so gar nicht weiß. Also Top 30 Statistik immer aus dem aktuellen Kartenausschnitt, sehr hilfreich, um regionale Besonderheiten zu entdecken. Man kann dieses Diagramm aber auch benutzen als Layer-Switcher sozusagen. Man klickt einfach auf die Kategorie und die Karte wird gefiltert dargestellt.
wenn man die einzelnen Objekte anklickt, bekommt man hier so ein Infofenster mit allerlei verknüpfter Information. Also sollte zum Beispiel ein Image getaggt sein mit dem Filename bei Wikimedia Commons, dann wird über die Wikimedia API auch hier so ein kleines Vorschaubild erzeugt. Klickt man drauf, kann man sich in groß direkt bei deren Seite anschauen mit den entsprechenden Metadaten. Wikipedia und so weiter. Ganz wichtig, aber auch der Link, der unter der OSM-ID gespeichert ist. Da kann man direkt draufklicken, kommt auf die OpenStreetMap-Seite zu dem jeweiligen Objekt und kann dann mit dem Editor seines Beliebens hier auch Änderungen vornehmen. Natürlich auch die Nominatheme-Ortsuche, recht hilfreich, um schnell irgendwo hinzufinden, wo man sich die Region anschauen möchte. Und Permalinks, also wenn man eine schöne Geschichte gefunden hat, dann einfach die Adresszeile kopieren und an seinen besten Freund verschicken. In dem Permalink kodiert sind also Zoom-Level, Longitude, Latitude, aber auch die Kartenrotation. Also sollte man es auf dem Handy oder so irgendwie verdrehen wollen, kann man das auch. Und der aktuell gesetzte Filter ist mit im Permalink drin. Was steckt dahinter? In Heidelberg haben wir eine Osmosis-Datenbank laufen mit dem weltweiten OSM-Datenbanksatz. Daraus extrahiert habe ich einfach extra Tabellen, alles mit Historic Tag. Also die ganze Anwendung ist generisch. Alles, was diesen Tag hat, wird angezeigt. Es gibt keine manuelle Vorauswahl, Kategorisierung. Alles kommt da rein. Das Ganze wird über Geo-Server ausgeliefert, zum Teil gecached mit Map-Proxy. Wenn quasi kein Filter gesetzt ist, wird ein spezieller Filter gesetzt, dann wird der WMS direkt angesprochen und das Diagramm kommt auch über dieselben Tabellen mit einem kleinen selbstgeschriebenen Node.js-Service und dann mit Hilfe von D3.js visualisiert. Ja, also histosm.org, alles was historic ist. Soweit, wenn noch ganz kurz Zeit ist, würde ich vielleicht noch zwei, drei Beispielfolien zeigen. Hier habe ich noch mal Seoul, Südkorea reingezoomt. Da ist der Platz des Friedens. Wir sehen Flugzeuge, Panzer, Kanonen etc. Es gibt verschiedene Verständnisse, wie man mit der Geschichte umgeht. Das ist, fand ich ganz interessant, aber auch hier verlinkt Bilder. Man kann sich das angucken. Da stehen tatsächlich riesige Flugzeuge mitten in der Stadt. Oder der Hockenheimring, das Jim Clark Memorial, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Da steht unter Description, not location of accident. Das war ein berühmter Rennfahrer der 60er Jahre, ist verunglückt in Hockenheim. Was ist passiert? Ein Memorial, not location of accident. Man findet ein zweites Memorial, wo tatsächlich die Location of accident ist. Und wenn man dann auf den Hockenheimring draufklickt, dann sieht man, dass diese Strecke da hinten nur von 1936 bis 2001 existiert hat. Dann wurde der Hockenheimring verkleinert. Das Memorial wurde versetzt. Also schöne Geschichten, die man hier entdecken kann, wenn man da mal drauf geht und die entsprechenden Informationen auch alle vernetzt sind. Das römische Straßennetz in Großbritannien ist ganz gut gemappt. Oder auch Maya-Tempel in Honduras. Also es ist wirklich, wirklich tolle Sachen kann man entdecken. Wichtig ist einfach, möglichst viele Informationen zu vernetzen. Wikipedia, Wikimedia, Images und andere Links da mit reinzunehmen, dass man da auch weiterkommt, wenn man nachforschen will, was es eigentlich ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant. Und wir haben jetzt zum Abschluss der Lightning Talks den Sven, mit den wir eben vorhin in der anderen Session schon mal hatten, zu einem etwas anderen Thema. So, hört man mich? Ja. Ja, gut. Oh. Okay, ich brauche bloß einen Webbrowser. Was hast du da? Das ist ein LibreOffice, glaube ich. Was ist mit der Maus da? Ja, ja. Firefox. Ja, das reicht schon.
Ganz spontan kam in so ein Pausengespräch auf, ist nicht ganz so was anderes wie gerade eben, weil ich das gerade tatsächlich in meinem Kartenlokalisierungscode gebraucht habe und für den Zweck ganz praktisch fand. Das ist aber doch durchaus so, dass hier eine ganze Menge Leute mit Postgres oder PostGIS arbeiten. Und was ich jetzt kurz einfach mal darstellen will, ist, wie baut man so eine Postgres-Extension. Also wer PostGIS benutzt, der weiß, da tippe ich einmal ein als Datenbankadministrator Create Extension PostGIS und dann habe ich die ganzen PostGIS-Funktionen in meiner Datenbank drin. So, was mache ich jetzt, wenn ich selber irgendwie 3-4 Datenbankfunktionen geschrieben habe, egal ob in C oder in PSQL? Dann kann ich meine eigene Extension machen und das Schöne daran ist, ich kann halt auch wieder Drop Extension machen und dann sind die ganzen speziellen Funktionen wieder weg. Das heißt, ich pollute nicht meine Datenbank mit irgendwelchem Zeug. Das lässt sich halt schön in so eine Erweiterung verpacken. Die Erweiterung zu bauen ist überraschend einfach, wie ich rausgefunden habe. Ich nehme jetzt einfach mal da diesen Mapnik-Code, diesen Lokalisierungscode, den ich da gebaut habe. Da ist nämlich unter anderem so eine Extension mit dabei. Jetzt bin ich gerade. Ja, genau. Also und der im Endeffekt sind das eigentlich nur zwei Dateien, die ich nach User Share PostgreSQL Extensions kopieren muss oder natürlich bevorzugt in ein Debian oder RPM-Paket reinstecken und als solches zu installieren. Und diese beiden Dateien tue ich da rein und schon hab ich meine Extension. Und die beiden Dateien, das ist eine ist eben so ein Control-File, ich klicke das gerade mal an. Das ist also übersichtlich, das besteht aus der in dem Fall aus drei Zeilen. Was man noch dazu sagen muss, es gibt einen sehr guten Blog-Eintrag, den man auch mit Google findet, wenn man irgendwie PostgreSQL Extensions oder sowas ins Suchfeld eintippt. Kommt man auf einen Blog-Eintrag, der geht noch so ein bisschen auf mehrere Details ein. Was man hier noch angeben muss, ist eine Version. Das ist sozusagen die Default-Version von dem Paket, dass wenn mehrere installiert sind, mehrere Versionen, welche soll er denn dann laden, wenn keine explizit angegeben wird. Also man braucht so ein ganz kleines Control-File und man braucht ein SQL-Skript und das war's dann schon. Das SQL-Skript erzeuge ich aber jetzt hier in meinem Fall eben mit einem Make-File aus verschiedenen Input-SQL-Files zusammen. Das ist eigentlich nur ein spezielles SQL-File. Ich mache mal die Shell-Skript auf, das sieht man ganz gut. Da muss also irgendwie hier, wenn man das hier sieht, diese zwei Zeilen da, die sorgen dafür, dass man das nicht als normales SQL-File mit PSQL laden kann, weil das sollte man nicht tun. Und danach sind das aber ganz normale PostgreSQL-Befehle. Diese Datei, die heißt mein Extension-Name --version.sql in dieser Nomenklatur und wird da reingelegt und das war es dann eigentlich schon. Also dann ist man eigentlich schon fertig, dann hat man schon seine Extension gebaut und wie gesagt, das Schöne ist halt, man kann Drop-Extension machen und dann sind alle Sachen, die man im Prinzip neu in die Datenbank reingetan hat, mit diesem Skript sind dann wieder weg. Also die Datenbank organisiert das für einen selber und es ist nicht dann so, dass man eben wie man das normalerweise machen wird, wenn man jetzt drei SQL-Skripte hat und haut die da rein, dann hat die Datenbank hinterher irgendwelche Funktionen drin. Und ich habe ja nicht drauf aufgepasst vielleicht, welche das sind und dann muss ich die mühsam manuell rauslöschen. Wenn ich das als Extension reinlade, macht das die Datenbank für mich. Ja, das war's schon. Fragen? Ja. Können wir das hinterher machen? Ich möchte den Leuten gerne Gelegenheit zum Raumwechsel geben, falls sie einen anderen Talk möchten. Wir haben also jetzt 5 Minuten. Ja. 5 Minuten Gelegenheit zum Wechseln und ihr könnt gern währenddessen. Ja, offiziell. Du hast gemeint, du hättest deine Extensions, also in einem vorherigen Vortrag hast du es ja detailliert erklärt, in C geschrieben. Ja, genau. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen PSQL und
deinem Ziel? Wenn man hier mal da guckt, das hier, dieser Befehl hier, das lädt eine dieser beiden C in C geschriebenen Funktionen rein. Und da gibt es irgendwo in dem Library dir so eine Datei, die heißt unter linux.so und unter windows.dll. Deshalb schreibt man auch da das .so nicht dahinter. Und das ist im Prinzip ein Shared Object und das enthält C-Code und der hat, kann über ein API direkt mit der Datenbank kommunizieren. Also ein definiertes Interface. Genau. Das